Heute beim elektrischen Reporter: beflirtet, behindert und beschimpft. Elektrischer Reporter. Ich habe Sie erwartet. Kontaktbörsen für Singles gehören zu den erfolgreichsten Diensten im Internet. Seit neuestem wird versucht, solcherlei Kennenlerndienste mit den Ortungsmöglichkeiten moderner Schlaufone zu verheiraten. Ob und wenn ja, wie das funktioniert, das zeigt unser erster Beitrag. Die Einladung zum Flirt wird mit den Augen geschrieben, wusste schon die Schauspielerin Jean Moreau. Heute bekommt dieser besondere Blick eine digitale Variante. Geo-Social-Dating-Dienste wie Grindr, Blender oder Lavoo ermöglichen es Nutzern, Kontakt mit fremden, aber gleichgesinnten Personen im direkten Umfeld aufzunehmen. Simone Kraftschick ist beruflich viel unterwegs. Deshalb benutzt sie seit kurzem die App Lavoo. Ich habe mich dort angemeldet, weil ich eben Bekanntschaften machen wollte, Freunde eventuell, einfach nur Leute zum Ausgehen, zum Treffen. Egal ob in einem Café, in der Bahn oder beim Spazierengehen, Lavoo zeigt wie auf einem Radarschirm andere Nutzer in der Nähe an. Man kann Menschen mit ähnlichen Interessen suchen oder die Nutzer in der Umgebung nach unterschiedlichen Kriterien filtern. Eine kurze Nachricht über die App genügt, um einen ersten Kontakt herzustellen. Der Ethnologe Wolfgang Kaschuba von der Humboldt-Universität Berlin sieht in Geosocial-Dating-Diensten den Anfang eines neuen Kommunizierens im öffentlichen Raum. Also es ist sozusagen ein Medium für den Moment. Man kann das Gefühl haben, dass man aus einer Situation, aus einer Stimmung heraus Kontakt aufnehmen kann. Dann hat man natürlich sozusagen Menschen als Stationen auf dieser Karte, die diese Flirt-Apps natürlich anbieten. Und wenn mir heute Nachmittag um 14:30 zufällig einfällt, ich würde gerne Kontakt haben, kommunikativ, erotisch, sexuell, kann ich mir zumindest einbilden, ich kann es jetzt im Moment herstellen. Wie eine unsichtbare Informationsschicht legen sich die mobilen Kontaktdienste über den öffentlichen Raum. Wer Lust auf einen Flirt hat und wer nicht, das sehen allein die Nutzer. Und diese Form eben von Überraschung, Anonymität, Erlebnis auf der einen Seite und der vermeintlichen Kontrolle, Steuerbarkeit eben über meine Seite sozusagen der digitalen Leitung, das scheint eben für viele Leute eben sozusagen den besonderen Reiz dieser digitalen Medien in solchen Flirtsituationen auszumachen. Ihren ersten großen Erfolg hatten Geo-Social-Dating-Apps in der Schwulenszene. Die App Grindr gehört bis heute zu den erfolgreichsten Geo-Social-Dating-Diensten und wird vor allem von homosexuellen Männern genutzt. Grindr ist von der Architektur und Idee des Programms schon relativ stark darauf angelegt, Leute schnell zu treffen und auch schnellen Sex zu haben. Es ist allerdings so, dass es nicht ausschließlich oder vielleicht sogar nicht überwiegend so genutzt wird. Der Sozialwissenschaftler Carsten Schubert vermutet in Apps wie Grindr sogar ein gesellschaftsveränderndes Potenzial. Man kann aber sagen, wenn man die Geschichte der Schwulenbewegung anschaut, dass die Idee an sich, andere Formen des Zusammenkommens zu finden, als die in der heteronormativen Welt vorstrukturierten, solche Formen zu finden, aufzubauen und zu leben, dass das emanzipatives Potenzial hat, und zwar nicht nur für Schwule, sondern auch für andere. Und darunter fällt, nicht nur, aber darunter fällt ein offenerer Umgang mit Sexualität, der vor allen Dingen auf Konsens beruht. Ob schneller Sex, eine feste Beziehung, Freundschaft oder nur eine nette Plauderei. Die Nutzer von Geo-Social-Dating-Diensten suchen aus unterschiedlichsten Motiven nach neuen Begegnungen. Das kann auch zu Missverständnissen führen. Simone zum Beispiel ärgert sich über zu viele eindeutige Kontaktanfragen bei Lavoo. Es kamen hauptsächlich irgendwelche E-Mails, ob man eben Sex haben möchte oder irgendwelche Anspielungen auf irgendwelche erotischen Fotos und sowas in diese Richtung. Zwar kann man aufdringliche Nutzer blockieren, doch Simone wünscht sich einen respektvolleren Umgang im Netzwerk. Ob durch mobile Dating-Apps der öffentliche Flirt eine neue Variante erfährt, wird auch davon abhängen, wie die Dienste es schaffen, mit den unterschiedlichen Zielen ihrer Nutzer klarzukommen.
Kommen wir nun vom Herumbaggern zum Handicap. Menschen sind nicht behindert, sondern sie werden behindert, sagt eine mahnende Redensart. Um behindernde bzw. behinderte Sprache, darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Mein Name ist Lilian Masur, ich bin Projektleiterin von leitmedien.de. Das ist ein Online-Portal, das sich mit der Berichterstattung über behinderte Menschen beschäftigt. Unsere Arbeit sieht so aus, dass wir uns jeden Tag anschauen, was im Radio, im Fernsehen und in den Printmedien über behinderte Menschen berichtet wird. Und dann schauen wir, ist jetzt ein Beispiel gelungen oder weniger gelungen. Und es ist nicht so, dass wir das bestimmen, sondern wir diskutieren das dann mit der Gemeinde auf Social Media und fragen dann, wie findet ihr das? Was wir beobachtet haben, ist, dass Menschen mit Behinderung oft so als das leidende Opfer dargestellt werden, das für den Rest seines Lebens an den Rollstuhl gefesselt ist. Oder aber es wird gesehen, wow, der und der hat trotz seiner Behinderung das und das geleistet und dann wird ein behinderter Mensch als Held glorifiziert. Und wir würden uns einfach wünschen, dass da so ein bisschen mehr Normalität reinkommt und gesehen wird, so und so wird ja, der Alltag gestaltet von einem behinderten Menschen und das ist auch gar nicht so viel anders als von jemandem, der vielleicht keine körperliche Einschränkung hat. Wir versuchen eigentlich immer, wenn wir soziale Probleme lösen, das auf eine kreative, humorvolle Art und Weise zu machen, weil wir einfach merken, das spricht viel, viel mehr Menschen an. Wenn man jetzt einfach nur meckert und sagt, so und so ist es und macht es anders, dann erreicht man die Leute überhaupt nicht, weil darauf hat einfach keiner Bock. Das Thema Behinderung war für mich eigentlich erstmal komplettes Neuland. Und als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, habe ich immer mehr gemerkt, wie eigentlich die Gesellschaft dafür verantwortlich ist, Menschen mit körperlichen Einschränkungen so oder so zu bewerten. Wenn ich jetzt ins Café gehe mit meiner Brille, kann ich da ganz problemlos sitzen und eine Brille ist quasi vielleicht auch sogar ein schickes Accessoire. Wenn jetzt aber jemand im Rollstuhl ins Café möchte und genau wie ich meinen Latte Macchiato trinken will, dann hat er vielleicht ein Problem, weil er gar nicht erst reinkommt, weil es da Stufen am Eingang gibt. Und so habe ich dann so immer mehr gemerkt, was es eigentlich heißt, wenn eine Gesellschaft dafür verantwortlich ist, manche Menschen überhaupt nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu lassen. Unser Feedback ist total positiv. Journalisten haben uns geschrieben, hey, so habe ich das eigentlich noch nie gesehen. Ist ja echt eine sehr interessante neue Perspektive. Und Menschen mit Behinderungen haben uns auch geschrieben, hey, endlich sagt einer mal was, wie es wirklich ist, wie wir in den Medien dargestellt werden. Und ich glaube, das ist ganz spannend, dann eben auch Leser und Leserinnen darauf aufmerksam zu machen, so hey, lest doch mal gründlich und schaut mal, wie werden eigentlich behinderte Menschen in den Medien dargestellt. Nicht nur mit Behinderten, auch mit einer Hälfte der Bevölkerung geht die andere Hälfte der Bevölkerung bisweilen recht gedankenlos um, wie unser nächster Beitrag zeigt. Im Leben von Christina Barleben dreht sich schon lange vieles um Computergames. Und das ist schon seit ihrer Kindheit so. Also die ersten Computerspiele hat mein Vater selber für uns programmiert. Als wir dann das erste Mal umgezogen sind, haben meine Eltern uns, meiner Schwester und mir jeweils einen Wunsch freigegeben und meine Schwester hat sich einen Hamster gewünscht und ich einen C64. Mittlerweile entwickelt und gestaltet Christina Barleben selber Spiele. An einem Aspekt der Games-Welt stößt sie sich seit Jahren. Während die Spiele in den letzten Jahrzehnten immer einfallsreicher, grafisch anspruchsvoller und dramaturgisch komplexer wurden, hat sich das Darstellungsmuster für weibliche Spielcharaktere kaum verändert. Im Vergleich zu den komplexen Hintergründen männlicher Helden ist die Liste der Frauenbilder weder besonders lang noch besonders originell. Viele, also sehr, sehr viele der Produktionen, auch heutiger Produktion, funktionieren ganz stark dadurch, dass eben eine Frau entführt wird oder gefangen genommen wird oder irgendetwas mit einer Frau passiert, die der Held dann tatsächlich retten muss. Ob hilflose Jungfrau, sexy Begleiterin, vollbusige Kämpferin oder dekorative Hintergrundfigur. Frauen in Games werden aus Schablonen produziert. Nicht alle Gamer stört das. Jeder Mann möchte gerne die Heldenrolle. Und am Ende, wenn der Held alle befreit hat, hat er halt alle Mädels, sag ich mal. Ist halt ein Traum, den man da auslebt. Es ist halt einfach so, dass es zu viele männliche Spieler gibt, sag ich mal. Und dementsprechend die weibliche Fraktion relativ klein angesiedelt ist. Ähnlich stereotyp, wie sie Frauen in den Games porträtieren, stellen sich die meisten Entwickler offenbar auch die Spieler vor dem Bildschirm vor. Männlich, jung und hormongetrieben. Doch dieses Klischee hat mit der Realität längst nichts mehr zu tun.
Eine Studie des Bundesverbands für interaktive Unterhaltung ergab, von 23 Millionen Online-Spielern sind fast die Hälfte Frauen. Die Hamburger Spieleschmiede Intenium hat sich auf die weibliche Zielgruppe spezialisiert. Ich denke, dass wir als Industrie es geschafft haben, Gaming in den westlichen Ländern und in der ehemaligen UdSSR zu einem akzeptierten Phänomen zu machen, auch für Frauen. Spielen hilft, den Kopf wieder frei zu bekommen, sich für 5 Minuten aus der Realität auszuklinken und wann immer man will, zu ihr zurückzukehren. Nicht zuletzt durch den Erfolg von browserbasierten sogenannten Casual Games wie Farmarama oder Bonga, die ohne spezielle Games-Hardware auskommen und schnelle Erfolgserlebnisse mitbringen, ist Computerspielen in der breiten Masse der Bevölkerung angekommen. Die einstige Jungmännerdomäne ist längst keine mehr. Wer sich allerdings für eine Abschaffung des mittelalterlichen Frauenbildes stark macht, hat es nicht leicht. Das musste jüngst auch die amerikanische Medienwissenschaftlerin und Feministin Anita Sarkeesian erfahren. Als Reaktion auf eine geplante Webserie über Frauenrollen in Videospielen brach im Web ein Fäkalsturm über sie herein. Sie wurde bedroht und beleidigt und ihre Wikipedia-Seite musste vom Netz genommen werden, nachdem sie mit pornografischen Bildern und Links überflutet wurde. Eine selten heftige Attacke, aber durchaus kein Einzelfall. In der Welt der Online-Games, in der meist unter Pseudonym gespielt wird, kann sogar schon das Bekenntnis zum eigenen Geschlecht fatale Folgen haben. Was ich persönlich sehr krass finde, ist, dass es sehr, sehr viele Reaktionen gibt auf Frauen, die sich quasi in Online-Games als Frauen geoutet haben. Es gibt ganze Internetseiten im Netz, bei denen genau das protokolliert ist, nämlich diese hässlichen Antworten, die sie dann drauf bekommen haben. Nur weil sie Frauen sind und die definitiv belästigend, sexistisch und gemein waren einfach. Der Ton in der Szene ist rau. Dass sich Spielerinnen in Chats und Foren fast täglich sexistischen Beschimpfungen ausgesetzt sehen, sieht Dennis Ayranchi nicht als Problem. Ich kann es durchaus verstehen, dass sich da wahrscheinlich einige Frauen aufregen, aber jetzt mal Hand aufs Herz, nehmt es echt nicht so ernst, also nehmt es euch bloß nicht zu Herzen. Online wie offline sind es Ignoranz, Beschwichtigungen und Verharmlosungen, die bei Opfern sexistischer Angriffe für eine zweite Demütigung sorgen. Das Desinteresse der Massen gegenüber diesen Verletzungen existiert in vielen gesellschaftlichen Arealen und es ist beileibe kein alleiniges Problem der Gamer-Szene. Allerdings ist es hier besonders deutlich sichtbar. Es gibt keinen Erfolg ohne Frauen. Kurt Tucholsky. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.